Ja, letztes Jahr waren wir schon ein bisschen besser da. Dieses Jahr jetzt wurde das Spiel verloren. Dadurch ist es schwer für uns noch in Whirlpool zu ziehen. Aber es sind noch 3 Spiele. Wenn wir alle 3 gewinnen, haben wir gute Chancen, auch noch dabei zu sein. Ja, wir steigern uns von Jahr zu Jahr, auch mit den Zuschauern. Und letztes Jahr im Whirlpool gewonnen, das war natürlich sportlich der Höhepunkt. Wir wollten es dieses Jahr nicht verteidigen. Wie gesagt, ist noch drin, aber mal schauen. Ja, ich bin erstmal vom Fußball weggekommen und war eigentlich immer hier im Team der Fußballer. Aber mittlerweile bin ich beim Football ziemlich gut angekommen und mir macht Spaß. Es ist ein harter Sport. Viele Facetten vom Sport, Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft. Und es ist eine ganze Menge, was man da für braucht und mir macht es einfach Spaß. Die Amis haben eine ganz andere Einstellung zum Sport. Es ist einen netten Nachmittag verbringen. Wird nicht so verbissen gesehen und das kommt mir ja nicht ziemlich entgegen. Ich meine, ich war früher auch mal verbissen, aber das habe ich von den Amis auch gelernt, zu sagen, okay, man gibt alles, aber ringsrum soll es Spaß sein und die Leute sollen nicht verbissen nach Hause gehen, weil man mal verloren hat. Also von daher kommt mir das entgegen. Die Amis nehmen keinen Fußball richtig an, die lachen immer, die sagen, das ist ein Frauensport und wir nehmen Football nicht richtig an. Auf beiden Seiten ist es irgendwo eine Nische, aber ich bin gern in der Nische und macht mir Spaß. Ja, die Fußballer müssen schon mehr machen. Ich meine, die können sich ausruhen an der Seitenlinie nach ihrem Lauf und viel Pause und so. Also ein Fußballer muss schon fitter sein. Und der Anspruch, 90 Minuten lang übers Feld zu rasen, ist viel anstrengender als American Football. Hier ist natürlich mehr das von der Power her und da kann man sich schon mal den einen oder anderen Finger abbrechen bei dem Spiel hier. Ich mache mein eigenes Ding vom Training her und ein bisschen laufen, ab und zu im Winter ein bisschen Eishockey spielen und naja, locker. Während der Saison natürlich normal kicken immer und außerhalb der Saison normales Fitnessprogramm. Also für den Kicker ist es nicht so entscheidend, was man da macht, aber wenn mal die anderen Jungs, die müssen schon hart im Kraftraum pumpen, Schnelligkeit und viel Milch trinken.